Guten Abend miteinander, herzlich willkommen bei PULS. Jeder hat einmal Mühe mit Einschlafen, aber bei gewissen wird das sogar zur Gewohnheit. Ein Problem, das uns heute beschäftigt. Einschlafen ist lernbar. Drei Frauen mit Schlafproblemen testen bewährte Hausmittel. Leichenteile statt Prothese. Eine ungewöhnliche Alternative für Unfallopfer. Autofahren mit Medikamenten. Das Unfallrisiko ist hoch und wird oft unterschätzt. Via Segura, so heisst das Programm vom Bund, das Strassen sicherer machen soll. So gilt beispielsweise seit Anfangsjahr die Null-Promille-Toleranz für Neulenker und man prüft auch Schnelltests, die Medikamente nachweisen können. Stichproben in der EU haben nämlich gezeigt, auf jeden zweiten, der mit Alkohol unterwegs ist, kommt einer, der Medikamente eingenommen hat. Aber das nachzuweisen ist zurzeit noch sehr aufwendig. Verkehrskontrolle, der Schreck jedes Autofahrers. Alles kontrollieren darf ein Polizist aber nicht. Nur der Alkoholblastest kann einfach so angeordnet werden. Um einen Fahrer auf Drogen oder Medikamente testen zu können, braucht ein Verkehrspolizist konkrete Hinweise. Wir schauen die Person an, ist irgendeine Verzögerung, irgendetwas komisch an dieser Person, schwitzt jemand fest, reagiert er ein bisschen verzögert, sind Anzeichen, dass die Person nicht ganz wach ist, also ein bisschen schläfrig. Und dann fragen wir nach, ob nebst Alkohol vielleicht Drogen im Spiel sind. Und wenn das alles verneint wird, dann kommt die Frage nach Medikament. Das bedeutet einen polizeilich angeordneten Gang zum Arzt, häufig auf der Notfallstation, für eine Urin- und Blutentnahme. Gleichzeitig prüft der Arzt körperliche Funktionen wie Gleichgewicht, Koordination und Reaktionsfähigkeit. Grobe Beeinträchtigungen würden sich hier zeigen und genau protokolliert. Alles in allem ein rechter Aufwand. Entsprechend guten Grund braucht es auch, um überhaupt hingeschickt zu werden. Wenn man das Gefühl hat, und das erhärtet sich, dass etwas das Fleisch umgebrochen ist, dann geht man. Wenn man das Gefühl hat, nein, das ist einfach ein komischer Typ, der ein bisschen gespässiges Auftreten hat, aber eigentlich in der Reaktionsfähigkeit absolut normal, dann lässt man ihn weiterfahren. Das muss man im Einzelfall anschauen. Werden die Untersuchungen aber erstmal ins Rollen gebracht, wird alles entdeckt. Nachweisen kann man jedes Medikament. Am meisten Einfluss aufs Fahrverhalten haben Schlafmittel, Beruhigungsmittel, bestimmte Antidepressiva, bestimmte Schmerzmittel und Epilepsie-Medikamente. Schon geringste Konzentrationen werden angezeigt und müssen vom Toxikologen einzeln beurteilt werden. Bei Medikamenten haben wir keine Grenzwerte eingeführt. Der Grund ist, dass jeder Mensch sehr individuell auf so ein Medikament Wirkung zeigen kann. Darum stützt sich die Beurteilung nicht nur auf den Laborwert, sondern ebenso auf den Polizeibericht über das Verhalten vor Ort und den Bericht des Arztes im Spital. All das begutachtet anschließend der Rechtsmediziner, nicht nur einen isolierten Laborwert. Wenn die Person kein weiteres auffälliges Verhalten zeigt oder vielleicht sogar einen Verkehrsunfall verursacht hat, und wenn der Blutspiegel nicht extrem hoch ist, also so hoch, dass man sagen muss, das kann der Arzt gar nicht verordnet haben, der Patient hat zu viel von dem Medikament genommen, dann passiert in der Regel gar nichts. Dabei erhöhen Medikamente das Unfallrisiko bis um das Neunfache. Unfälle, denen durch verschärfte Kontrollen vorgebeugt werden könnte. Wir gehen davon aus, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist, dass also sehr viele Menschen mit Medikamenten, gerade mit Beruhigungsmitteln, fahren. Und die sich dieser Gefahr und auch der Schuld, die man damit auf sich lädt, weil das ist verboten, wenn es Auswirkungen hat, gar nicht bewusst sind. Wenn das mehr publik würde, dass man jetzt häufiger Kontrollen macht, würden wahrscheinlich viele Patienten sich das überlegen, ob sie sich mit Beruhigungs- und Schlafmitteln noch an Steuer setzen. Ja, da sind Ihr Hausärzte gefordert, Thomas Kliessling. Klären Sie Ihre Patienten auf über Gefahren von Medikamenten am Steuer? Ja, im Prinzip schon. Es kann natürlich schon mal sein, dass im ganzen Trubel einmal ein bisschen untergeht. Wobei als Hausarzt der Vorteil, ich kenne meine Patienten und gerade bei Leuten, die berufsmässig fahren müssen, Chauffeuren oder Lokführer oder so irgendetwas, da ist man wirklich sehr, sehr hellhörig. Der Patient kann ja auch mithelfen, wenn er ein neues Medikament überkommt, halt, wenn man nicht darüber redet. Ja, wenn man daran denkt, oder? Aber ja, beide Seiten sollen daran denken und halt darüber reden, denke ich. Ja. Nachfragen. Was ja sicher viele wissen, dass Alkohol die Wirkung von Medikamenten verstärken kann. Gibt es noch andere Faktoren, die so einen Effekt haben können?
Eines zum Beispiel das Alter. Ältere Leute die häufig mit mehr Nebenwirkungen, also verstärkt reagieren. Ein anderer Punkt können andere Medikamente sein, weil es Wechselwirkungen geben kann, die man schlecht kann abschätzen. Und ein ganz wichtiger Zeitpunkt, gerade jetzt zum Beispiel bei den Schlafmitteln, ist auch noch, wenn nehme ich die Schlafmittel ein? Wenn ich es genug früh nehme, sollte sie am Morgen draußen sein. Darum gilt bei mir eigentlich, wenn man muss fahren am Morgen, nach Mitternacht ganz sicher kein Schlafmittel mehr nehmen. Und eben den Arzt fragen, wenn man ein Medikament bekommt, genau, was das wirkt. Gut, ich danke Ihnen. Dass selbst rezeptfreie Medikamente wie beispielsweise Allergie- oder Grippemittel können die Reaktionsfähigkeit am Steuer beeinträchtigen, das haben wir schon in einer früheren Sendung gezeigt. Der Pulstest mit Freiwilligen im Fahrsimulator finden Sie auf unserer Internetseite srf.ch/puls. Und apropos Medikament: Schlafmittel gehen ja jedes Jahr millionenfach über unsere Ladentisch, weil jeder Zehnte in unserem Land hat Schlafstörungen. Das ist unser nächstes Thema, wo wir uns allerdings fragen, wie man dann ohne Medikament zur Ruhe kommen kann. Einer, der praktisch auf Kommando einschlafen muss, ist der Abenteurer Bertrand Piccard. Er will ja nächstes Jahr mit seinem Spezialflugzeug Solarimpuls die Erde umrunden. Und weil er hier alleine im Cockpit ist, darf er nur zu ganz bestimmten Zeitfenstern für ein paar Minuten schlafen. Und das braucht ein besonderes Training. Wir waren dabei. Bertrand Piccard wird verkabelt für einen Testflug im Simulator. Er bekommt Messsonden, die seine Körperreaktionen aufzeichnen. 72 Stunden dauert der Non-Stop-Flug. Unter anderem soll in diesem Test herausgefunden werden, wie er als Pilot auf Kommando einschlafen kann. 20 Minuten am Stück darf er jeweils schlafen. Um zum Super-Schnellschläfer zu werden, setzt er eine spezielle Technik ein. Es gibt zwei Arten von Hypnose, die ich anwende. Bei der einen lasse ich nur den Körper schlafen, aber nicht den Kopf. Die Augen sind dabei offen und ich kann die Bordinstrumente sehen. Bei der anderen kann ich mit Hilfe der Hypnose richtig schlafen. Das funktioniert auch. In diesem Test übt er das richtige Einschlafen mittels Fremdhypnose. Anleitung bekommt er, wie bei einem richtigen Flug, aus der Steuerzentrale von seinem Hypnosefreund Bernhard Tränkle. And with each number you can go deeper and deeper. And three. And going deeper and deeper. Er arbeitet seit 20 Jahren mit Hypnose. Von daher ist es relativ einfach, mit ihm zu arbeiten. Wenn man jetzt Mentaltraining macht oder so Schlaftraining mit jemandem, der bei Null anfangen würde, könnte das wahrscheinlich so auf die Schnelle nicht machen. Die Auswertung der Hirnstrommessung wird nach dem Flug aufzeigen, wie tief er wirklich geschlafen hat. Als spezielle Übung verkürzt die Crew die Schlafdauer. Wird Bertrand Piccard bei einem Notsignal aufwachen? Es hat geklappt. Ja, perfekt. Ich wäre froh, wenn ich noch ein wenig länger hätte schlafen können. Aber wie man sieht, bin ich sofort aufgewacht. Verschiedenste Reaktionstests muss Bertrand Piccard absolvieren, um auch zu zeigen, dass er wirklich wieder fit ist. So schnell einschlafen wie hier im Simulator, ein Wunschtraum, der für Bertrand Piccard zu Hause auch nicht immer funktioniert. Ich bin auch ab und zu ein wenig aufgedreht und schlafe schlecht ein. In solchen Fällen genügt nicht einmal Selbsthypnose. Dann braucht es jemanden von außen, der eine Hypnose-Session mit mir macht. Einschlafen hier beim 72-Stunden-Simulationsflug über den Atlantik. Ein zentraler Punkt für den Erfolg. Das ist natürlich schon gäbig, oder, wenn man so schnell abtauchen kann. Aber eben, Hypnose will gelernt sein und auch beim Herrn Piccard klappt es nicht immer. Wir schauen uns jetzt gerade an, was es alles für Einschlafstipps gibt. Und Sie können ab jetzt schon anrufen, mit Schlafexperten reden, wenn Sie Fragen haben zum Thema Schlafstörungen. Die Nummer vom Beratungstelefon ist 0848 00 23 23. Der Link in Expertenchat srf.ch/puls. Ja, dass man mal an einem Abend nicht einschlafen kann, das kann es einfach geben. Das ist eigentlich ganz normal. Problematisch wird es erst dann, wenn das häufiger vorkommt. So wie bei diesen drei Frauen. Das sind Sophie, Jessica und Ramona.
Sie wollen etwas gegen ihre Einschlafprobleme unternehmen. Schlafe ich sehr schlecht ein, also zwischen 2 und 4 am Morgen. Und so nach der dritten Nacht macht es die halbe wahnsinnig. Ich kann 5 Tage von der Woche ganz sicher am Abend sehr schlecht einschlafen. Was könnte Ihnen das Einschlafen erleichtern? Wir zeigen Ihnen gängige Tipps. Sie sollen sich schlussendlich für eine Methode entscheiden. Gedankenprotokoll führen. Was uns beschäftigt, ob gut oder schlecht, gehört nicht ins Bett. Aufschreiben und weglegen. Kein LED-Licht im Schlafzimmer. Mir ist aufgefallen, wenn ich dann im Bett liege und lange nicht schlafen kann, und dann finde ich, ach, komm, jetzt gehe ich halt noch etwas anlesen. Also, wenn mir langweilig ist, dann nehme ich das Handy und dann merke ich wirklich, dass mich das irgendwie aufreibt. Aber ich glaube, es ist das Licht, das mich so hell und wach macht. Ich merke jetzt auch, wenn ich noch bevor ich schlafen gehe, am PC sitze, dann tut das meine Hirnfunktion extrem aktivieren. Gesunde Ernährung. Abends nur leichte Kost. Dazu einen beruhigenden Tee. Jedoch auf Alkohol, Kaffee oder aufputschende Energy-Drinks verzichten. Ich trinke den Tag durch viel Red Bull, auch am Abend. Ab und zu kann ich gerade einschlafen und ab und zu geht es halt einfach so. Und ich glaube, wenn ich mal das Red Bull weglasse, wäre es nicht so schlecht. Also ich kann es ja mal probieren, aber ich spüre es selber nicht, dass mich das aufputscht. Auf Schlafhygiene wie Raumtemperatur achten und die Füße warm halten. Regelmäßig Sport. Denn Sport macht nicht nur den Körper müde, sondern erwärmt ihn auch. Genau das gleiche Prinzip hilft bei einem heißen Bad bei 40 Grad. Das will ich einmal noch ausprobieren, das mit dem heißen Bad. Ich bade selten, Sport treibe ich regelmäßig. Aber das mache ich auch so vielleicht am Abend um 6 Uhr das letzte Mal, wie so 6 bis 7 Uhr oder 7 bis 8 Uhr joggen. Und dann gehe ich ja nicht schlafen. Mhm. Und das heiße Bad, ich denke, das kann man gerade so vor dem Schlafen gehen. Nee. Und es gibt vielleicht so eine wohlige Müdigkeit, dass man dann nur noch ins Bett liegen und einfach wegschlafen. Entspannte Menschen können gut schlafen. Hilfreich kann progressive Muskelentspannung sein. Hierbei wird jeder Muskel kurz angespannt und wieder entspannt. Also das würde mich wirklich mal interessieren. Einfach wie, ist, glaube ich, jetzt eines der wenigen Sachen, die ich noch nicht probiert habe. Das kenne ich jetzt auch nicht. Ich kann mir es auch gar nicht vorstellen. Wie entspannst du dich? Also, weil ich weiss, ich bin glaube ich, eher verspannt. Ich halt einfach also, das haben wir wahrscheinlich alle. Du hast einen Alltag, der viel läuft. Und irgendwie wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man ein bisschen entspannen. Ich glaube, man kann das trainieren. Ja, das ist alles eine Trainingssache. Es gibt wahrscheinlich viele Faktoren. Aber man muss das wie erlernen. Unsere drei Testpersonen haben sich entschieden. Sophie wählt für sich eine Entspannungsübung. Die progressive Muskelentspannung. Jessica will den Energy Drink am Abend ersetzen. Und zwar mit Bettsocken. Ramona setzt auf ein heißes Bad, welches Einfluss auf ihre Körpertemperatur und somit aufs Einschlafen haben soll. So wie unseren Testpersonen geht es sicher vielen. Man probiert alle möglichen Hausmittel aus. Das eine nützt, das andere nicht. Eva Bierer, Sie sind Psychologin, Psychotherapeutin, leitet der Schlafklinik in Luzern. Ist ein bisschen unbefriedigend mit diesen Tipps, denkt mich. Ja, sie haben eine gute Auswahl, haben sie getroffen. Es ist also wirklich sehr umfangreich gesehen. Nur ist das die Erfahrung von meinen Patienten, ist, dass die das alles schon ausprobiert haben, von oben bis unten, und sie gehen ins Bett und schlafen einfach nicht. Sie sind dann plötzlich wieder ganz hell wach. Und da ist halt wirklich auch, da muss man noch zusätzliche Methoden anwenden. Man muss ihnen aufzeigen, wie sie zu einem besseren Schlaf kommen und wie sie auch Gelassenheit gegenüber dem Schlaf aber die Tipps, sagen Sie in dem Fall, die sind eigentlich für sich? Ja, für sich einzeln schon. Und vor allem für Leute, die so vielleicht gelegentlich Einschlafprobleme haben, vielleicht wie Sie und ich, dann ist es ein heisses Bad, ist es sicher gut, um sich zu entspannen. Aber wenn man dann anfängt, ganz verkrampft, also alles richtig machen für den Schlaf, dann macht man einfach zu viel für den Schlaf. Und wenn man anfängt, zu viel für den Schlaf machen,
dann ist der Schlaf weg. Der Schlaf ist wie ein Spatz in der Hand. Wenn man ihn versucht zu greifen, ist er weg. Und das machen häufig einfach die ganz vielen rezeptartigen Hausmittel, wo man versucht, so nach einer Liste runterzugehen. Und das machen unsere Patienten leider. Und also es ist eigentlich nur noch ein bisschen Sahnehäubchen oben drauf, dass man kann sagen kann, es ist noch günstig, oder wenn nicht schwer ist, ist am Abend, aber wegen dem allein schlafst du nicht besser. Genau, ja. Gut. Das ist genau das. Gelassen bleiben haben Sie vorhin angesprochen, aber das sagt sich natürlich so einfach, wenn man innerlich denkt, ich muss morgen fit sein, ich habe ein riesiges Programm, oder? Dann ist man immer in Stress, man hat Angst davor. Das ist genau das, das ist eine Schlafstörung. Schlafstörung heisst, dass ich schon am Mittag überlege, kann ich heute Abend schlafen? Und dass ich am Mittag schon Angst habe, dass ich ins Bett gehe, dass das nicht klappt. Mir hat jetzt vor kurzem eine Patientin erzählt, dass die Schlafstörung einen grösseren Stellenwert bekommen hat als ihr Kind. Also sie denkt ständig an Schlaf. Und so kann man natürlich nicht gelassen sein. Und was man in den Leuten beibringen muss, so gewisse Schlafmythen relativieren, auch, weil viele sie in den Köpfen haben, also wie Umgang mit grüblerischem Denken und vor allem eben den Schlafdruck erhöhen. Also grübler ist, dass man einfach versucht, Gedanken abzustellen. Also nicht am Tag studieren oder Sorgen Ja, dass man sich bewusst ist, dass man in der Nacht zum Beispiel, dass es ein ganz schlechter Moment ist, zum Denken, weil wir eher düstere Gedanken haben. Also wir sind prädisponiert zum Grübeln in der Nacht. Und dass wir miteinander Techniken erarbeiten, dass wir die eher weglegen kann. Und vor allem, dass wir auch im Körper wieder Zeit geben, Schlafdruck aufzubauen. Also das heisst, eine verkürzte Bettzeit und nicht eine lange Bettzeit. Also eben, da muss man eben verschiedene Ecken ansetzen. Absolut. In dem Fall. Darüber reden wir nachher noch ausführlicher. Jetzt unsere drei Testschläferinnen, die sind natürlich noch voller Hoffnung, dass die Tipps, die sie jetzt rausgepickt haben, ihnen helfen, dass sie friedlicher einschlafen können. Wir sind dabei gewesen, wo sie sich auf die Nacht vorbereitet haben. Ramona will mit einem heißen Bad besser einschlafen können. Weil hier die Kernkörpertemperatur eine große Rolle spielt, bekommt sie eine spezielle Sonde ins Ohr. Diese misst fortlaufend die Temperatur. Gut 20 Minuten bleibt sie im fast 40 Grad heißen Wasser. Ihre Körpertemperatur steigt an. Geht's noch? Ja, es wird aber warm. Ja, also hühnerwarm. Aber schön. Ist entspannend. Ob der Temperaturschub nützt? Jetzt hat Ramona 20 Minuten, um sich zu entspannen. Die Körpertemperatur fällt. Optimale Voraussetzung, um einzuschlafen. Denn sinkt die Kernkörpertemperatur, fällt der Körper in Schlafmodus. Über Arme und Beine wird die Wärme abgeleitet. 23.55 Uhr ist Lichterlöschen. Die Nachtkamera wird sie begleiten. Entspannt wirkt sie nicht. Ja, also normalerweise würde ich jetzt meinen letzten Schluck Red Bull trinken, aber ich tue es heute gegen Bettsäcke. Jessica kombiniert zwei Einschlaftipps. Warme Füße sind für das Schlafen sehr wichtig. Die Gefäße müssen sich in den Extremitäten weiten können, damit die Körperwärme dort ausgeschieden wird. Um 23.20 Uhr legt sie sich schlafen. Sophie testet die progressive Muskelentspannung für besseres Einschlafen. Entspannungsfachfrau Elsbeth Bäge leitet sie an. Und dann spannst du deine Hand an, machst eine Faust mit deiner Hand und du spürst die Spannung, die du hast in der Hand. Spür die Muskelspannung. Nimm sie wahr. Und dann hebst du sie nochmal, schnuffst nochmal tief ein. Und dann mit dem Ausschnuff zusammen lässt die Spannung langsam los. Machst die Hand auf, lässt sie los und immer noch mehr loslassen. Eine Muskelgruppe nach der anderen wird angespannt und wieder entspannt. Wie nützlich ist das, zum Einschlafen können? Sehr, wenn man Sophie anschaut. Man kann sehr schnell mit dem einschlafen. Die grosse Wirkung basiert auf dem, dass man wegkommt vom Denken, das ist meistens der Hauptgrund, der einem hindert beim Einschlafen, dass man im Mentalen innen ist, sich Gedanken macht. Durch die Achtsamkeit auf den Körper, durch die Körperwahrnehmung, kommt man weg vom Denken, konzentriert sich trotzdem noch. Es ist viel einfacher, als wenn man versucht, nichts zu denken. Schafft es Sophie aber auch alleine? Am gleichen Abend noch setzt sie das Gelernte selber zu Hause um.
Und wir sind natürlich gespannt, ob die drei Frauen in Schlaf finden. Frau Bierer, was ist da Ihre Prognose? Wie kommt das raus? Was nützt? Also ich finde alle drei Hausmittel oder alle drei Methoden finde ich sehr gut. Jetzt ist halt einfach die Frage, was haben die Frauen, die haben ja alle von Schlafstörungen geredet, was haben sie, was ist die Ursache der Schlafstörung? Und wenn die eine zum Beispiel jetzt eine wunderbare Muskelentspannung macht und dann trotzdem mit grüblerischen Gedanken nachher ins Bett geht, dann wird die Anspannung sofort wieder da sein. Oder auch das mit den Bettsocken, das ist sicher sehr wichtig, weil etwa 30% der Frauen haben tatsächlich kalte Füße und die müssen warme Füße bekommen, etwa 7% der Männer. Also von dort her ist es schon gut. Aber wenn grundsätzlich vielleicht noch unregelmäßige Bettzeiten sind, sie gehen wach ins Bett, weil sie denken, ich muss genügend schlafen, weil am nächsten Tag ist etwas Wichtiges, dann wird auch das, die Socken allein reichen dann nicht. Und das Bad am Abend, gute Idee? Bad am Abend finde ich auch eine gute Idee. Ja. Also es könnte alles klappen? Könnte alles klappen, wenn man... Ich nehme das so zu Protokoll, ob Sie mit Ihrer Einschätzung richtig liegen. Wir haben die Probandinnen am Morgen danach besucht. Um 6.40 Uhr heisst es aufstehen bei Sophie. Noch ein wenig verschlafen geht sie ins andere Zimmer, um ihren Sohn Noah zu wecken. Guten Morgen. Hi. Doch wie hat die junge Mutter selber geschlafen? Sie setzte ja auf progressive Muskelentspannung. Ja, ich bin ins Bett, habe die Übungen gemacht und bin sehr schnell darauf aber dann eingeschlafen. Und habe gut geschlafen, durchgeschlafen, fühle mich erholt wie schon lange nicht mehr. Und ich habe wahnsinnig große Hoffnung, dass das jetzt in Zukunft so bleibt. Und dass ich endlich nach anderthalb Jahren wieder einschlafen kann am Abend. Ja. Frohe Nachricht bei Jessica. Das muss sofort getwittert werden, denn sie schlief wie ein Stein. Der Verzicht auf das Energy-Getränk am Abend hat sich gelohnt. Und die Socken? Ich habe die ganze Nacht warme Füße gehabt. Ich habe durchgeschlafen. Ich glaube, ich habe ein bisschen heiß gehabt gegen den Morgen, weil am Morgen ist es nicht mehr da. Ramona setzte auf ein heißes Bad. Während der ganzen Nacht wurde ihre Körpertemperatur gemessen. Auf der Kurve gut ersichtlich, um 23 Uhr steigt sie ins Bad. Die Temperatur steigt von 35 Grad auf über 37 Grad. Kaum ist sie aus dem Bad, sinkt die Temperatur. Doch statt weiter zu fallen, steigt die Körpertemperatur wieder an. Das ist fürs Einschlafen nicht von Vorteil. Hat ihr das heiße Bad trotzdem geholfen? Ja, es geht nicht so, wie ich das erhofft habe. Ich konnte ungefähr um 4 Uhr am Morgen einschlafen. Und es ist vorne leider nichts passiert. Das zeigt auch der weitere Kurvenverlauf. Ein stetiges Auf und Ab. Gegen 4 Uhr sank die Körpertemperatur dann aber doch noch auf den Tiefstpunkt von 35,3 Grad. Ramona lässt sich aber durch dieses eine Resultat nicht entmutigen. Ich probiere es mit dem Bad sicher wieder aus. Ich glaube, vor allem, wenn ich vielleicht Tage habe, wo ich merke, dass ich nicht gut kann, oben runterfahren, wo ich nervös bin, wo vielleicht vieles gegangen ist am Tag. Einfach zur Entspannung nützt das ganz bestimmt. Das ist schon gut. Aber jetzt für mich zum Einschlafen ist es nicht. Es ist gut gewesen, aber nicht die Lösung. Jetzt heißt es für Ramona, trotz wenig Schlaf, auf die Zähne beißen und ab zur Arbeit. Also da haben wir ein Beispiel oder, dafür, dass es nicht immer klappt. Mhm, genau. Also es ist einfach so, dass die Person jetzt offenbar länger braucht hat zum Einschlafen. Also wahrscheinlich auch wieder ins Grübeln gekommen ist und auch angespannt war. Und das ist das, was ich versucht habe vorher zu sagen. Also wenn der Mechanismus von der Schlafstörung, wenn die Person in einem Teufelskreis innen ist, dann wird einfach das Einzelbad nichts nützen. Aber im Grunde genommen kann man eben nicht sagen, dass das Bad schlecht ist. Weil es zeigt ja auch, dass man sich entspannen kann, dass man auch oben runterfahren kann. Offenbar ist es tatsächlich so, dass die Körperkerntemperaturen dann auch sich nach einer Weile sinkt, besser sinkt. Aber für die Einzelperson, ja. Das ist nicht einfach ein Rezept, das man einfach so in den Kopf werfen kann. Aber wie lange soll man denn jetzt da noch selber ausprobieren? Oder weißt du, der Punkt, dass Sie sagen, jetzt sollte man zu einer Fachperson?
das ist der Leidensdruck. Also wenn jemand über mehrere Wochen schlecht einschläft, schlecht durchschläft und vor allem eben auch am Morgen sich nicht gut fühlt, immer das Gefühl muss haben von durchbeissen und sich nicht konzentrieren kann, müde ist, schlecht gelaunt ist. Wenn der Schlaf zum zentralen Thema im Leben wird, also eben, es ist wichtiger geworden als das eigene Kind, dann muss man also spätestens dann muss man handeln. Sie sind ja in der Schlafklinik tätig, genau. Leiten sogar eine Schlafklinik. Wo setzen die denn an? Also das Allerwichtigste ist für uns, dass wir eine klare Diagnostik machen. Also wir müssen mal ganz klar zuerst einmal also organische Ursachen ausschließen. Zum Beispiel auch Restless Legs, unruhige Beine in der Nacht, da kann man nicht schlafen. Dann nützt auch Schlafmittel nicht. Also klare Diagnostik, ausführliches Gespräch, schauen, was ist die Ursache dieser Ein- und Durchschlafstörung, was ist auch die aufrechterhaltende Bedingung. Und dazu müssen wir auch den Menschen sehr gut kennenlernen. Und dann geben wir ihm ein Schlaftagebuch ab. Das sieht so aus. Das sind 12 so sättige Blätter, wo wir also am Morgen fragen, zuerst das Abendprotokoll, also wie geht's Ihnen, wie ist die Stimmung, wie lange haben Sie geschlafen, wie lange sind Sie im Bett gesehen, also gibt's irgendwelche Muster, Faktoren rund um Schlaf. Und dann das Morgenprotokoll, ja, wie fühlen Sie sich jetzt, also ist die Leistungsfähigkeit, also ja, wie entspannt sind Sie jetzt, wie erholsam war der Schlaf und ja, wie haben Sie den Schlaf erlebt? Dann, das ist die subjektive Daten. Schlafstörungen sind ja etwas Subjektives. Es gibt Leute, die mehrfach in der Nacht wach sein können und das Gefühl haben, sie schlafen trotzdem, sind am Morgen fit. Also da haben wir die subjektiven Daten. Und zusätzlich haben wir da objektive Daten. Das heisst, das ist ein Aktometer, ein Bewegungsmesser, wo wir in den Leuten abgeben, wo ihre Bewegungen dann aufzeichnen. Wir sehen dort die Ruhe oder Unruhe eben in der Nacht. Wir sehen den Schlaf-Wach-Rhythmus und wir sehen das Aktivitätsniveau am Tag. Und aus all diesen Daten, zusätzlich mit dem Gespräch, zusätzlich zu gewissen Tests, die wir noch abgeben, können wir ein sehr gutes Bild über und fangen schon mit den ersten Massnahmen an. Eben, was schliessen die denn da draus? Also, der wichtigste Teil, also der allerwichtigste, 99,9% der Schlafpatienten, die sind einfach viel zu lange im Bett. Die haben so einen Druck, einen Fokus auf den Schlaf. Die gehen schon um 9 Uhr ins Bett, weil sie denken, oh, ich brauche 2 Stunden zum Einschlafen. Dann bin ich noch um Mitternacht noch einmal wach und dann vielleicht noch einmal. Man schätzt seinen Schlafbedarf eigentlich falsch. Genau, und das ist, und wir haben so ein Sicherheitsverhalten. Also man will eigentlich möglichst lange im Bett sein, dass man genügend Schlaf bekommt. Und da setzen wir an, dass man sich mal die Bettzeiten verkürzt, den Schlafdruck aufbauen. Dann setzen wir an Schlafmythen an, dass man jetzt eben anfängt, sich überlegen, was bin ich für ein Schlaftyp. Es nützt mir nichts, wenn ich 8 Stunden im Bett bin, aber eigentlich nur 6 Stunden Schlafbedürfnis habe. Es nützt mir auch nichts, vor Mitternacht ins Bett zu gehen, wenn ich vielleicht eine Eule bin und erst gegen Mitternacht müde werde. Also ganz wichtig ist Diagnostik und überlegen, was bin ich für ein Schlaftyp und wie gehe ich mit mir selber um. Jetzt von vielen Hausärzten, wir haben ja da auch einen bei uns, Thomas Kissling, werden ja Schlafmittel verschrieben, oder? Ich glaube, das ist nicht so Ihre Domäne. Wie stellen Sie sich da dazu? Schlafmittel haben ihre Berechtigung, aber es ist, warum Schlafmittel auf Dauer bei chronischen Schlafproblemen verwenden, wenn wir gute, nicht medikamentöse, wirksame Alternativen haben. Was sind denn Ihre Kriterien, dass Sie es verschreiben? Ja, ich glaube, wir reden hier von 2 verschiedenen Leuten. Dass sie die chronischen Schlafstörungen und bei den akuten Sachen können gerade die häufigst verschriebenen Schlafmittel, dass sie die Beruhigungsmittel, die können ja auch mal sinnvoll sein, wenn man sieht, da ist jetzt eine Ursache, die zeitlich absehbar ist, sei das wegen einem Todesfall, weil irgendeine Prüfung bevorsteht oder so. Dort kann es auch sinnvoll sein, dass man genau nicht in diesen Teufelskreis hineinkommt. Aber bei den chronischen Sachen, dort muss man wirklich fest aufpassen und das Problem mit den Patienten wirklich ganz genau anschauen. Sonst kommt es dann nicht gut aus. Ja, Einschlafstörungen sind ein Thema, das viele beschäftigt. Da sind sicher ein Haufen Fragen, die Sie jetzt dann gerade anschliessend im Expertenchat beantwortet. Frau Bierer, ich danke für Ihren Besuch bei uns im Studio. Natürlich auch Ihnen. Thomas Kissling, Sie können also noch bis am 11 Uhr heute Abend Fragen stellen rund ums Thema Schlafstörungen. Sind Schlafexperten am Beratungstelefon erreichbar auf 0848? 00 23 23, und der Link in Expertenchat ist srf.ch/puls.
Ein Gelenk ist sehr eine komplexe Konstruktion. Wenn da beispielsweise durch einen schweren Unfall Knochen, Bänder, Knorpelteile zerstört werden, kann man versuchen, das durch ein künstliches Gelenk, durch eine Metallplatte wiederherzustellen. Aber immer ist das nicht möglich. Eine Alternative ist der Einsatz von Spenderteilen von Verstorbenen. Wir haben zwei Patienten getroffen, die von einer Knochenspende profitieren konnten. Dass Chantal Bürgin wieder laufen kann, grenzt fast an ein Wunder. Vor 4 Jahren hatte sie einen schweren Verkehrsunfall. Besonders schlimm hatte es die Beine erwischt. Sie hatte über 30 Knochenbrüche im Gesamten. Und sie hat auf der Seite, wo ich operiert habe, das halbe Knie quasi auf der Wiese liegen. Mit Knorpel, Knochen, Seitenbänder. Sehr viel war einfach weg, nicht mehr vorhanden. Also vor ein paar Jahren musste man das Bein abnehmen. Doch das blieb Chantal Bürgin erspart. Eine Möglichkeit wäre eine moderne Spezialprothese gewesen. Die könnte die fehlenden Knochen und Bänder ersetzen, hat aber auch ihre Nachteile. Es war vor allem in dem Fall von dieser jungen Patientin keine Lösung, weil eine Spezialprothese muss man mit langem Stiel in Röhrenknochen verankern. Und die haben eine Tendenz, früher auszulockern, vor allem bei Belastung. Und man weiß auch, dass es über die Jahre hinweg zu Auslockerungen kommt. Der Defekt, das halbe Knie, das auf der Wiese gelegen ist, hätte ich mit Metall ersetzen müssen. Eine Alternative waren Knochenteile von Spenderleichen, gereinigt von allen organischen Resten, die eine Abstoßung verursachen könnten. Ein aufwendiges, nicht alltägliches Vorgehen. Also ich habe genau eine Planung gemacht. Was brauche ich vom Durchmesser her, von der Geometrie? Ich habe verschiedene Angebote bekommen von der Bank, habe die geprüft. Und habe das genommen, was ich den Eindruck hatte, passt am besten. Dann muss man die ganze Logistik planen, weil das wird aus Europa, also EU-Raum, importiert. Dann muss man verschiedene Vorschriften auch für das Bundesamt für Gesundheitswesen erfüllen. Wenn Verstorbene vorab zugestimmt haben, dass ihre sterblichen Überreste zur Spende verwendet werden dürfen, werden die Gewebe möglichst frisch entnommen. Anschließend kommen sie gut gekühlt in die Gewebebanken. Die wenigen Firmen auf der Welt, die Leichenteile aufbereiten, sitzen in Holland, Belgien oder in den USA. Dort wird das Gewebe für den Einsatz in den Kliniken aufbereitet, wie dieses Stück Haut. Besonders wichtig dabei, solche Gewebespenden dürfen keine ansteckenden Krankheiten übertragen. Man muss sicherstellen, dass kein Infekt ist, dass kein HIV ist, dass keine Gelbsucht ist. Dass keine Rinderwahnsinn-Prionen sind. Also man muss einen hohen Qualitätsanspruch erfüllen, damit wir überhaupt, oder in meinem speziellen Fall, dass sie das überhaupt berücksichtigen, so eine Spendenbank. Leichenteile fürs Knie. In der Donnacher Spezialklinik setzt man schon seit Jahren auf Spenderknochen. Paradebeispiel: Knorpelersatz. Wie bei Robin Miozzari. Der Skisportler erlitt einen Knorpelschaden bei einem Skiunfall. Bemerkte das aber viel zu spät. Dann bin ich 5 Rennen gefahren vom nächsten Winter und dann war schon wieder überbelastet, das Knie voller Blut. Dann haben wir Eigenknochen genommen, damit ich schnell wie möglich eigentlich wieder anfangen kann. Aber es hat nicht mehr gelangt. Also, dann muss ich sagen, oh gut, jetzt hören wir auf. Also setzte man auch bei ihm auf Leichengewebe. Denn ein künstliches Implantat kam kaum in Frage. Nachteile sind dahingehend, dass der Patient, wenn er mit, wie jetzt beim Herrn Miozzari, 21, 22 Jahre alt ist, die künstlichen Anteile vielleicht 10, 15 Jahre wirklich heben dienen. Und das ist das grosse Problem. In 15 Jahren ist er Anfang 35, vielleicht 40 Jahre alt. Und dann müssen wir schon wieder operieren. Und das ist eigentlich das, was wir nicht unbedingt wollen. Sondern wir wollen eine Möglichkeit geben, dass in den nächsten 20 Jahren wirklich auch etwas hat davon. Der zerstörte Knorpelteil im Knie von Robin Miozzari wurde aus dem Spenderknochen passgerecht herausgeschnitten und eingesetzt. Mit Erfolg. Trotzdem sind Gewebetransplantationen in der Schweiz eher die Ausnahme. Für Franz Immer von der Schweizerischen Stiftung für Organtransplantation Swiss Transplant kein Wunder. Es ist dazu, dass die Schweiz sehr, sehr wenig Spender hat. Auch Organspender hat die Schweiz nur die Hälfte im Vergleich mit den Nachbarländern. Und das wirkt sich auch bei den Knochenspenden aus. Chantal Bürgins Bein konnte mit Spenderknochen vor der möglichen Amputation bewahrt werden. Mit Teilen eines Toten zu leben, macht ihr nicht mehr zu schaffen. Am Anfang schon habe ich gedacht, was ist dem Spender auch passiert.
Aber ich finde es eigentlich eine gute Sache. Dann hat man doch jetzt immerhin wieder einigermaßen meine Mobilität zurückgeben. Und jetzt gehört das einfach zu mir. Und ich bin auch immer positiv eingestellt gewesen und habe gefunden, dass das hält jetzt und bis zum Lebensende. Leichenknochen als Alternative zum künstlichen Implantat. Hoffnung bislang aber nur für wenige. Nächste Woche geht es dann bei uns um Hüftprothesen. Künstliche Hüftgelenke haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 15 Jahren, dann müssen sie ausgewechselt werden. Und wie aufwendig solche Wechseloperationen sind, das ist dann das Thema im nächsten Puls. Heute Abend können Sie noch bis um 11 Uhr anrufen, wenn Sie Fragen haben zum Thema Schlafstörungen. 0848 00 23 23 ist die Nummer vom Beratungstelefon. Und der Link in Expertenchat ist srf.ch/puls. Im Wirtschaftsmagazin «Eco» geht es dann am späteren Abend um den Lehrplan 21. Vertreter aus der Wirtschaft sind nicht einverstanden damit, dass es in der Grundschule künftig ein Fach Wirtschaft geben soll. Und «Exit» will auch Sterbehilfe für Gesunde anbieten. Ärzte und Ethiker kritisieren die Pläne. Das ist gerade anschliessend das Thema im 10 vor 10. Damit wünschen wir Ihnen jetzt einen schönen Abend und eine gute Woche. Ade miteinander. Schlafen Sie gut. Genau.